Moin. Es geht um Wirbelstrom und Anwendungsbeispiele. Anwendungen hätte ich schreiben müssen. Ich werde dann noch zum Schluss die Wirbelstrombremse erklären. Die ist letztendlich ganz einfach erklärt. Und zwar, wenn man bei Google eingibt, in der Bildersuche Wirbelstrom, dann sieht man alle möglichen Anwendungen schon mal. Induktionsherd, Bremse. Also man kann mit Wirbelstrom was erwärmen, man kann mit Bremsen, man kann Wirbelströme im Transformator leider nachweisen. Da sind sie nicht so gut. Man kann Schichtdickenmessungen, Rissprüfungen und alles Mögliche machen. Versuchen wir uns mal an dieses Bild zu erinnern. Es geht hier um einen, ja, nichts weiter, um physikalischen Versuch. Und zwar, ich habe hier einen Magneten. In diesem Fall ist es ein Elektromagnet, weil ich habe hier einen Strom, der durch die Spule fließt. Der erzeugt Strom, erzeugt ja immer ein Magnetfeld. Das macht diesen Eisenkern letzten Endes zum Magneten. Und dazwischen wird eine Aluminiumplatte durchbewegt. Jetzt gibt es folgenden Satz. Wenn sich die Stärke eines Magnetfeldes, welches einen Leiter durchsetzt, ändert, wird in dem Leiter eine Spannung induziert. So, zu diesem Satz. Wenn ich mich jetzt auf die Aluminiumplatte setzen würde und würde hier durch das Magnetfeld schaukeln, würde sich die Stärke des Magnetfeldes, welches die Aluminiumplatte setzt, ändern. Das heißt, es werden hier kleine Spannungen induziert. Viele kleine Spannungen letzten Endes bedeuten aber, dass auch Strom fließt, denn Aluminium leitet ja. Ströme wiederum verursachen auch hier drin lauter kleine Magnetfeldchen. Strom hier durchgeschickt ergibt Magnetfeld und das kann ich auch hier machen. Ja, es geht um die Änderung. Letzten Endes gucken wir mal, was alles noch machbar ist. Hier gibt es so viele Beispiele, die noch gezeigt werden zum Bremsen oder man kann auch ganz cool die ganze Sache erklären oder Wirbelströme können auch dadurch erzeugt werden, indem ich eine Spule nehme, so wie vorhin, aber Wechselstrom anlege. Wechselstrom ändert ja ständig seine Polarität und Stärke und demzufolge habe ich wieder eine Änderung des Magnetfeldes, welches einen Leiter durchsetzt. Und so weiter und so fort. Dieses Bild hier, das hat mir gefallen, insofern, es werden viele kleine Ströme erzeugt in diesem Leiter und die können sich dann insgesamt aufaddieren, die haben alle die gleiche Richtung, aufaddieren zu einem großen Strom. Und große Ströme erzeugen auch große Wirkungen. Also ich kann damit letzten Endes sagen, entweder ich nehme es zum Bremsen, komme ich dann gleich drauf, oder ich nehme es zum Materialprüfen, so wie hier. Wenn also hier in diesem zu prüfenden Stück ein Riss ist, dann werden die Wirbelströme nicht mehr so gleichmäßig fließen. Das heißt aber, wenn hier Wirbelströme fließen, erzeugen die auch in der Spule wiederum eine induzierte Spannung und die würde sich dann ändern, wenn hier ein Riss drin wäre und so weiter und so fort. Aber es geht ja um die Bremse und da werde ich dann auf ein Video verweisen, beziehungsweise ich werde das jetzt gleich noch mit anfügen. Das hat Stefan Müller gemacht, ein von mir sehr verehrter Kollege, der ist jetzt im Ruhestand. Wunderschön, einfacher kann man es nicht machen. Zur Wirbelstrombremse. Nochmal. Hier habe ich einen Magneten. Ein Magnet letzten Endes, der, in diesem Fall ein Elektromagnet, der wird in Richtung Schiene schön knapp bewegt und erzeugt, wenn sich der Wagen bewegt, in der Schiene ständig Wirbelströme, die ja wiederum ein Magnetfeld erzeugen, welches mit diesem interagiert. Das heißt also letzten Endes, so kommt es, dass der Wagen zum Stillstand kommt, weil ja dieses Magnetfeld mit den vielen kleinen Magnetfeldchen der Wirbelströme der Schiene, in der die Wirbelströme erzeugt werden, interagieren, das heißt also dadurch den ganzen Wagen abbremsen. Etwas blöd ist es, wenn der Wagen steht, dann ändert sich ja die Stärke des Magnetfeldes, des roten, mal angedeutet, in der Schiene nicht. Das heißt, wenn sie sich nicht ändert, ja, im Stand hält die Bremse nicht. Das heißt, der Wagen würde sich ganz leise bewegen können. Aber das nur dazu. Jetzt kommen wir nochmal zu Stefan Müller. Und der hat das Beispiel sehr schön gezeigt. Ich wollte das nicht selber noch machen. Besser konnte das nicht zeigen. Ich werde auch zum Schluss noch darauf verlinken. Na dann, viel Vergnügen beim Verstehen. Jetzt kommt Stefan Müller. Und wenn ihr es verstanden habt, das ist ja das, dann hatte ich Physik einfach genug erklärt, was ja mein Ziel ist. Auf zu Stefan Müller. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ich lasse ihn selber sprechen. Hinten sehen Sie ein Aluminiumblech, also nicht ein magnetisches Material. Und vor diesem Aluminiumblech wird jetzt gleich ein normales Stück Stahl fallen gelassen. Es rutscht dann dem Blech entlang nach unten.
Im zweiten Teil dieses Experiments wird nun das Metallstück, das vorher heruntergefallen ist, ersetzt durch ein Metall, das magnetisch ist. Dabei entstehen im Alublech Wirbelströme, die sind immer so gerichtet, dass der induzierende Vorgang für die Wirbelströme abgebremst wird. Also dieser Bewegungsvorgang, der diese Induktion erzeugt, der wird abgebremst. Das nennt man Wirbelstrombremse. Tja, wunderbar. Besser kann ich es auch nicht zeigen. Ich wollte es jetzt auch nicht nochmal am Richtscheit, also die gibt es ja aus Aluminium mit Magneten und so weiter machen. Das sieht immer aus wie abgekupfert. In diesem Fall, ich verweise genau auf das Video und es lohnt sich auf jeden Fall, den Kanal von Stefan Müller anzuschauen. Das ist er übrigens. Das ist ein kluger Mann und den achte ich sehr. Ich habe schon öfter mal auf ihn verwiesen, ich habe ihn auch abonniert. Er ist mittlerweile im Ruhestand. Alle Achtung, der macht das schön.